Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review, denn wir waren mal wieder im Kino, diesmal zu The Grudge oder wie wir auch immer spaßenshalber gesagt haben, The Quatsch, ne? Denn manchmal war es auch Quatsch, muss man so sagen, aber dazu gleich später mehr. Ich habe auf jeden Fall den ersten Teil von Grudge noch nicht gesehen, den zweiten Teil noch nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt einen dritten Teil gibt. Das war ja, wie mir erklärt wurde, jetzt sozusagen der vierte Teil, aber irgendwie so The Beginning, irgendwie ein kein Remake, sondern ein Sequel. Yeah, irgendwas anderes auf jeden Fall. Ich habe mich, wie gesagt, komplett gar nicht damit beschäftigt. Das war eine ganz spontane Aktion mit meinen zwei Cousins, dass wir da mal ins Kino sind und gesagt haben, wir gucken The Quatsch, ne? Dann habe ich gesagt, gehe ich halt mit und gucke mir den Quatsch an. Ich muss aber sagen, ich habe es mir eigentlich schlechter vorgestellt. Ich kenne das ja nur von Scary Movie, diese Verarschungen davon mit dem kleinen weißen Jungen in der Wanne und den blöden Haaren, die da überall rumfliegen. Und ich fand den Film an sich, von der bildlichen Darstellung, fand ich sehr gut gemacht, muss ich auf jeden Fall sagen. Schon auch am Anfang, die Leiche im Auto, wie zerfallen und vergammelt die aussah, das war herrlich, das war ein richtig heftiger Anblick, also darauf stehe ich ja komplett. Auch später dann in der Küche, man darf ja schon wieder nicht spoilern, aber trotzdem mit der alten Dame und sie sich so umdreht und sich einfach die Finger abgehackt hatte und das alles so richtig eklig und widerwärtig aussah. Das war richtig genial, genau wie beim Rausgehen sieht sie dann, dass da von der Dame der Ehemann, der noch im Sessel sitzt, Fernsehen guckt, aber auch einfach schon eine vergammelte Leiche ist und die ganzen Maden aus dem Schädel rauskriechen und das war so brutal immer gemacht, so saftig auf jeden Fall. Auch der Polizist, der sich da das halbe Gesicht weggeschossen hat, der dann komplett vernarbt und zugenäht da rumsaß und richtig heftig aussah. Digga, was ist los? Ich glaube, der Wecker geht. Muss mal kurz. Ich musste kurz den Wecker ausmachen, keine Ahnung, da war eine Erinnerung für irgendwas da, ich weiß aber nicht mehr was, das ist immer das Beste, wenn ihr nicht mehr wisst, an was ihr euch erinnern solltet. Das ist auf jeden Fall auch sehr cool, das fand ich auch sehr gruselig gemacht, sehr eklig gemacht und auch die ganzen Szenarien eben, der Look vom Film, auch das Haus, wie das immer dargestellt wurde, alles immer sehr dunkel und düster, alles so abgefuckt, den Polizisten, der dauernd eine Kippe in der Fresse hatte, den fand ich cool so als Charakter dargestellt. Was mich genervt hat, war die Mutter, die dann bei der Polizei angefangen hat. Also mit der konnte ich im Endeffekt gar nichts anfangen, aber um die ging es ja die meiste Zeit und wie die dann nach und nach verrückt geworden ist. Je verrückter sie wurde und je mehr sie durchgedreht ist, desto sympathischer fand ich sie. Da hat sie mir dann gefallen, von der schauspielerischen Leistung her zumindest. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Ich bin dann erstmal dahinter gestiegen, um was es denn überhaupt geht, was The Quatsch überhaupt ist und wie das alles zusammenhängt. Obwohl es etwas verwirrend wieder war, da der Film natürlich anfängt 2014, dann geht er nach 2016, dann seht ihr wieder 2014 zurück, dann seht ihr aber ganz andere Leute, dann seid ihr plötzlich in 2015, seht wieder ganz andere Leute, dann wird da was angedeutet, dann kommt das nicht ganz durch, dann seid ihr wieder im 2016 und sie kümmern sich darum, dann seht ihr, wie das entstanden ist, was am Anfang gezeigt wurde, um dann da wieder weiterzugehen. Also diese ganzen Zeitsprünge fand ich jetzt nicht so cool. Die haben einfach, warum zeigen die das denn nicht einfach in der Reihenfolge? Machen andere Filme doch auch so. Da ist eine Situation, da passiert was, bam, und dann steht da zum Beispiel 10 Monate später, ein Jahr später, keine Ahnung. Das hätte man doch alles einfach so machen können, direkt in der Reihenfolge, da gäbe es weniger Verwirrung. Mein kleines Köpfchen ist da eh mal überfordert, kommt da nicht mit, ne? Davon abgesehen, ja, ich will das Ende nicht verraten, aber es war mal wieder anders als ihr dacht. Die meisten Filme gehen ja so aus, der ging halt so aus, könnt ihr euch selbst einen Reim drauf machen, hat am Endeffekt nochmal einen richtigen Aha-Effekt gehabt, einen richtigen Wow-Effekt, hat einen nochmal irgendwo kalt gepackt am Genick, sag ich mal. Und was ich aber nicht gruselig fand, war jedes Mal das
langhaarige Mädchen als Geist, was dann einfach immer da rumgehangen hat in der Wanne und komisch vor sich hin Geräusche gemacht hat, rumgeknuspert hat, rumgeknackt hat. Also, weiß ich nicht. Mir wurde auch gesagt, in den anderen Teilen, ne, war das gruseliger, da ist sie noch so komisch gelaufen und hat sich wie eine Spinne so verkrakelt und alles, aber da, das war immer so irgendwie so deplatziert, einfach nur, ja, das fanden die Fans gut, das bauen wir wieder ein, also stellen wir uns hin und machen knack, 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 aber das fand ich irgendwie nicht gruselig, da bin ich abgehärtet. Was ich aber saftig fand, waren eben die Leichen, die Darstellung von den vermeesten, vermoderten, vergammelten Personen. Das sah richtig heftig aus, das war auch richtig eklig gemacht. Also dafür, das waren Bilder, die irgendwo auch schockiert haben vielleicht, wo sich der Magen umgedreht hat. Und zwischendurch hat der Film auch eine richtig lustige, witzige Note gehabt im Treppenhaus, als die alte Dame da hochgestiegen ist und hat sich gedacht, jetzt springe ich mal darunter, wieso denn auch nicht? Das sah so billig aus, das sah so gekünstelt aus, einfach nur wieder einfach so diese Puppe runterfällt und da auf das Geländer fliegt, damit das Genick bricht und dann darüber schleudert und unten aufkommt und zerplatzt und einfach 10.000 Liter Blut spritzt überall hin, so ein richtiges Flatsch. So richtig übertrieben, dass man denkt, man guckt sich irgendeinen japanischen Gore-Film an, wo einfach nur rumgesplättert wird im herrlichen Ausmaß. Sah für mich dann im Endeffekt so aus, als hätten sie einfach so eine 3-Liter-Tüte Kunstblut genommen, hätten der eine blonde Perücke aufgesetzt, hätten die einfach in den Hausflur geschmissen, von oben gefilmt, denn so billig und so künstlich sah das in dem Moment aus. Kein Vergleich zu den sehr detaillierten, krassen, widerwärtigen Leichen und anschaulichen Bildern vorher. Diese ganze Horror-Sache war auf einmal weg, als du gesehen hast, wie die alte Dame einfach ins Treppenhaus fällt und das war ungewollt so witzig. Also das ganze Kino hat sich besemmelt auf jeden Fall. Ich muss mir auf jeden Fall jetzt mal den ersten Teil anschauen und den zweiten Teil anschauen und vielleicht auch mal den dritten Teil anschauen, damit ich mich da noch ein bisschen belese, da noch ein bisschen informiere, da noch ein bisschen reingucke. Ich habe das also jetzt als eigenständigen Film ohne Vorkenntnis mir angeschaut, mir ein Bild davon gemacht. Ich war erstmal positiv überrascht, muss man sagen. Ich habe ja gar keine Ahnung davon gehabt. Ich fand also das Setting schön. Die Schauspieler waren zum Teil auch sehr interessant, wie sich das alles gewendet hat. Es gab gruselige Momente. Das mit dem Mädchen war halt jetzt nicht so krass. Dafür andere Sachen krasser, haben mehr Spaß gemacht. War einfach mal wieder was anderes, mal sich sowas Gruseliges anzugucken. Also, wer die Vorgänger natürlich kennt, für den ist das sicherlich ein Muss. Wer auf Gruselfilme steht, für den ist das auch ein Muss. Wer auf vergammelte Leichen steht, für den ist das auch ein Muss. Aber es ist jetzt nicht ein Film, wo ich sage, den muss ich mir jetzt unbedingt nochmal angucken. Es ist auch kein Film, wo ich sage, den muss ich gleich bestellen in meine Sammlung mit aufnehmen. Also da habe ich ganz andere gehabt. Wenn ich da zum Beispiel an Child's Play denke, die Neuverfilmung, den fand ich so genial, den würde ich mir auf jeden Fall 100 Mal angucken. Bei Halloween war ich ja auch enttäuscht bei der Neuverfilmung. Den habe ich auch nicht bestellt. Den habe ich auch gekonnt erstmal liegen gelassen, weil da war ich auch ein bisschen enttäuscht im Kino. Da konnte ich nicht enttäuscht sein, da ich ja keine Erwartungen hatte. War also in dem Sinne positiv überrascht. Aber es ist jetzt kein Must-Have-Film für mich in dem Sinne. Habt ihr so Quatsch schon geguckt, ne? Schreibt's mal in die Kommentare und vor allem, kennt ihr alle Teile oder fehlt euch ein Teil und geht ihr da ins Kino? Habt ihr den gesehen oder ist das gar nichts für euch? Schreibt's mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder Peace out, Vorhaut, euer Ramses.